Sein Atem. Er hat ganz heftig geatmet und gestöhnt. Hoffentlich ist es bald vorbei, habe ich nur gedacht. Und dann war er plötzlich da. Wer ist er, Lisa? Wer ist dann in den Lagerraum gekommen? Er hat sich sofort auf den Mann gestürzt und ihn von mir weggezerrt. Renn raus, hat er zu mir gesagt. Lisa, bitte, wer ist er? KF willkommen. KF braucht Verstärkung. Der Mitarbeiter eines Sportgeschäfts liegt erstochen im Lagerraum. Und Doc, wie sieht's aus? Ja, durch diese Stichverletzungen hier im Brustbereich kam es wohl zu inneren Blutungen, die dann zum Tod geführt haben. Gut. Ich gehe schon mal zu den anderen Zeugen. Okay. Sie haben den Mann gefunden? Ja, ich wollte unbemerkt eine rauchen gehen, weil wissen Sie, ich jobbe hier und da darf ich offiziell nicht raus. Und als ich wiederkam, da lag der da und ich bin total erschrocken. Ja, wann war denn das ungefähr? Circa vor einer halben Stunde so. Kennen Sie den Mann? Nee, überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Okay, Entschuldigung, was soll eigentlich dieses Kostüm? Ja, ich weiß, es ist ein lächerlicher Aufzug, aber wir promoten hier einen Energy Drink. Haben Sie denn von der Tat irgendetwas mitbekommen? Ich nicht. Du? Nein, gar nichts. Sorry. Ist Ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Irgendetwas, was uns weiterbringen könnte? Nee, wir hatten hier mit dem Stand zu tun und mit den jungen Leuten. Die wollten alle ein Treffen mit ihrer Lieblingsband gewinnen. Damit hatten wir echt genug zu tun. Mann, diese Aktion mit dem Gewinnspiel, das sollte das Highlight der Woche werden. Und jetzt so eine Tragödie. Ausgerechnet in meinem Laden. Ja. Aber als Makler, da kennen Sie doch sicherlich diesen Mann, oder? Geht so. Der Herr Schafberg war ja eigentlich eine Aushilfskraft. Der sollte nur Regale auffüllen. Aha, gut, aber da er schon mal für Sie gearbeitet hat, können Sie mir sicherlich was über ihn erzählen. Was war er für ein Mensch? Ich weiß nicht, da gibt's nicht viel zu erzählen. Er hat gut gearbeitet, ja. Aber ansonsten war er eher ruhig. Er hat nicht viel gesprochen. Hm. Michael, komm noch mal. Schau mal hier. Was du willst, Sperma? Tja. Wie es aussieht, gab es kurz vor seinem Tod irgendwelche sexuellen Handlungen. Michael, komm mal schnell. Alex braucht dich. Was ist denn mit Ihnen passiert? Was ist denn los? Sie brauchen keine Angst haben. Ich bin von der Kripo, ich will Ihnen helfen. Kommen Sie, stehen Sie doch auf. Kommen Sie. Die Überwachungskamera im Sportgeschäft bringt gar nichts. Man sieht ja noch nicht mal den Zugang zum Tatort. Naja, auf jeden Fall wissen wir, dass das Mädchen im Sportgeschäft war. Haben Sie denn mittlerweile was gesagt? Nee, kein Wort. Unsere Psychologin bringt sie nachher nach Hause. Ich fahr da mit. Hallo. Ich habe hier die Kriminalakte des Toten und die anderen Berichte, die ihr wolltet. Ah, okay. Sie haben eine Akte bei uns? Ja. Danke, André. Ich weiß aber auch noch nicht, warum. Gerrit, das Sperma an der Kleidung des Mädchens stammt vom Toten. Und hier steht, dass sie definitiv vergewaltigt wurde. Ja, das passt. Er ist vorbestraft wegen Vergewaltigung. Gibt es bei dem Mädchen irgendwelche Abwehrspuren? Ja, unter ihren Fingernägeln wurde DNA-fähiges Material des Toten gesichert. Hatte sie Blut an ihren Klamotten? Glaubst du, sie hat ihn umgebracht? Alexi ist vergewaltigt worden. Naja, wenn, dann war es vielleicht Notwehr. Was mit ihren Fingerabdrücken? Die haben wir genommen, die werden gerade mit den Tatortspuren abgeglichen. Schaut mal. Die habe ich in der Wohnung des Toten gefunden. Könnt ihr euch anfassen, sind untersucht. Mhm. Was ist das denn? Der hat Frauen auf der Toilette fotografiert. Wahrscheinlich ist das die Toilette im Sportgeschäft. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und deswegen werde ich noch mal mit seinem Boss reden. Der hat mich angelogen. Der hat gesagt, der Junge ist eine Aushilfe. Dabei ist er Azubi. Warum lügt er denn? Ja, genau das werde ich ihn fragen. Kümmert ihr euch um das Mädchen? Ja, klar. Ja. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Vielleicht kennt Lisa ihn. Woher soll denn meine Tochter dieses Schwein kennen?
Bitte beruhigen Sie sich. Ist doch wahr? Diese Kreatur hat sich doch an meiner Tochter vergangen. Lisa, möchtest du vielleicht für eine Weile in dein Zimmer gehen und dich ein bisschen ausruhen? Frau Krüger, ich weiß, dass die Situation auch für Sie sehr schwierig ist, aber ich muss Sie wirklich bitten, die Fassung zu bewahren, im Interesse Ihrer Tochter. Ja. Sie sollten Lisa jetzt wirklich jede Aufregung ersparen. Ja. Hoffentlich können Sie das nur irgendwie verkraften. Was ist denn, wenn sie überhaupt nicht mehr spricht? Ihre Tochter steht noch massiv unter Schock. Im Moment kann ich noch nicht sagen, wann sie wieder sprechen wird, aber die Chancen stehen sehr gut. Sie wollte doch nur zu dieser Werbeaktion. Und hat davon geträumt, ihre Lieblingsband zu treffen. Sonst wäre sie doch heute gar nicht in dem Sportgeschäft gewesen. Das ist unsere Kundentoilette? Wenn ich das gewusst hätte, dann... Herr Pohlmann, wollen Sie mir nicht endlich die Wahrheit sagen? Was meinen Sie mit Wahrheit? Der Tote war keine Aushilfe. Er war Auszubildender. Wir haben einen dementsprechenden Vertrag bei ihm in der Wohnung gefunden, zusammen mit diesen Fotos hier. Warum lügen Sie uns an? Ich wollte halt den Sportladen aus allem raushalten. Ach, Sportladen, ja. Ist das seine Personalakte? Sie müssen das bitte verstehen. Sowas ist ganz schlecht fürs Geschäft. So ein Skandal. Wussten Sie eigentlich von seiner Vorstrafe, der wegen Vergewaltigung? Nein, natürlich nicht. Das können Sie mir glauben. Ich hätte ihn nie eingestellt, wenn ich gewusst hätte, was für ein abartiger Typ der ist. Was können wir denn nur tun? Ich werde mit Lisa ein paar Übungen machen. Tiefenentspannung, Meditation. Ich hoffe, dass ich so ihre Blockaden lösen kann und dass sie dann mit mir über das Vorgefallene spricht. Hauptsache, meine Prinzessin wird wieder gesund. Da seid ihr, Mama. Ich suche schon die ganze Zeit wie ein Vollidiot. Stefan. Ist irgendwas los? Es ist was Schreckliches passiert. Was denn? Deine Schwester. Sie ist vergewaltigt worden. Was? In dem Sportgeschäft, in dem sie heute war. Um das Treffen mit der Boygroup zu gewinnen. Sie hat uns doch davon erzählt. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Wer ist dieses Schwein? Hat man ihn gefasst? Der ist tot. Herr Pohlmann, Sie haben schon wieder gelogen. Sie wussten sehr wohl von der krankhaften Neigung Ihres Mitarbeiters. Sie haben ihn sogar abgemahnt. Wie abgemahnt? Jetzt tun Sie doch nicht so. Sie haben die Abmahnung selbst in seiner Personalakte abgeheftet. Hier, soll ich ihn vorlesen? Angeblich sollen sie dort gespannt haben und sogar Fotos von unseren Kundinnen auf dem Klo gemacht haben. Das ist wohl eindeutig. Ich wette, sie wussten nicht nur von den Spannereien, sie wussten auch, dass der Junge vorbestraft war. Einschlägig. Ja, verdammt. Es wäre niemandem damit gedient gewesen, wenn ich ihn entlassen hätte. Was soll denn das jetzt heißen? Ja, als Arbeitsloser, da hätte er noch mehr Zeit gehabt, sich nach jungen Frauen umzusehen, oder? Das ist ja mal eine super Logik. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch. Aber letzten Endes ist es doch wohl für alle Beteiligten das Beste, dass er jetzt tot ist. Ja, auf Wiederhören. Das war die Mutter des Toten. Ich hab's jetzt endlich erreicht. Kommt die noch? Ja, morgen. Sie kommt aus Norddeutschland. Und der Vater? Der Vater ist laut Geburtsurkunde unbekannt. Leute, der Obduktionsbericht ist da. Ja, super. Todeszeitpunkt war zwischen 12:15 und 12:30. Die Stichverletzung hat zum Tod geführt. Ja, sonst noch was? Allerdings. Der Tote hat Kontaktlinsen getragen. Ja, und auf einem dieser Linsen war ein Fingerabdruck. Sein eigener? Nein. Von dem Mädchen? Auch nicht, das haben wir überprüft. Hm. Ja, vielleicht vom Täter. Naja, vielleicht hätte er den Blick des Toten nicht ertragen. Oder aber von dem Typen, der ihn gefunden hat. Ja, sagen Sie mal, was wollen Sie denn eigentlich noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Sie haben meinem Kollegen erzählt, dass Sie den Lagerraum des Sportgeschäfts nur zufällig betreten haben. Bleiben Sie dabei? Natürlich. Außerdem war ich überhaupt nicht lange weg. Ja, das stimmt. Nach einer Minute kam er schon wieder zurück, kreidebleich. Meine Mitarbeiter haben bei Promotion-Aktionen genug zu tun. Da bleibt nicht viel Zeit für Pausen. Die müssen arbeiten für ihr Geld. Haben Sie dem Toten die Augen geschlossen? Um Gottes Willen, ich bin noch nicht mal angefasst. Gut, da wir aber an der Leiche Fingerspuren gefunden haben, brauchen wir Ihre Vergleichsabdrücke.
Ja, natürlich. Ich hab doch nichts zu befürchten. Ich sag die Wahrheit.